Passt, ja. Okay, dann würde ich gern loslegen. Und zwar, es geht um das Joomla Certification Programm, was neu eingeführt werden soll. Da gebe ich jetzt mal so ein bisschen Preis, wie die Planungen sind, wie die Ideen sind, wo es eigentlich hingehen soll mit dem Joomla Certification Programm. Nervt es so? Okay. Und zwar ein paar Sachen zu mir. Also ich bin seit 95 im Internet tätig. Ich habe früher Internetinfrastrukturaufbau betrieben in Süddeutschland. Das heißt, ich bin eigentlich schon sehr, sehr lange in dem Bereich tätig. Zu Joomla bin ich 2005 gestoßen und seitdem setzen wir es eigentlich für Kunden ein. Und in diesem Joomla Certification Team bin ich jetzt seit Februar 2014 tätig. Kommen wir gerade mal zu dem Certification Programm. Was sind eigentlich so die Ideen und Ziele hinter diesem Certification Programm? Das heißt, es geht halt wirklich um eine Entwicklung und Umsetzung wirklich von einem einheitlichen Zertifizierungsprogramm, das vor allem anerkannt wird, einerseits von Hochschulen, andererseits auch von Unternehmen. Das heißt, uns liegt sehr, sehr viel dran, diese Joomla-Technologien für Studenten irgendwo greifbar machen zu können. Das heißt, diese Joomla-Technologien möchten wir eigentlich auch gerne in Hochschulen etablieren. Und Hochschulen meinen wir jetzt nicht nur Hochschulen innerhalb von Deutschland, sondern wir möchten eigentlich die Joomla-Zertifizierung weltweit ausrollen. Das heißt, dazu sage ich nachher noch ein bisschen mehr. Wichtig für uns ist es auf jeden Fall, diesen Zertifizierungen gewisse Qualitätsrichtlinien mitzugeben. Das heißt, es soll nicht so ein Online-Tool werden, wo man sich einfach drauf einloggt und man kann mal geschwind ein paar Fragen beantworten und dann ist eine Zertifizierung abgeschlossen. Also das verbirgt sich ganz, ganz sicher nicht dahinter. Das heißt, wir haben uns natürlich auch umgeguckt, was gibt's für andere Programme. Das heißt, Typo 3, man muss es wirklich ganz klar sagen, hat hier einen Vorreiter gemacht. Das heißt, die haben wirklich schon 2008 damit angefangen, so ein Zertifizierungsprogramm ins Leben zu rufen. Und da kann man sich wirklich halt eine Scheibe abschneiden. Die haben es mittlerweile in 175 Ländern ausgerollt. Und man muss wirklich sagen, dieser Certified Integrator hat wirklich mittlerweile irgendwo einen gewissen Stellenwert. Einerseits gegenüber Kunden und es ist vor allem irgendwo auch eine Qualifizierung, ein Nachweis für ein Unternehmen selber, dass man sich einfach mit dieser Materie auskennt. Und genau in die Richtung möchten wir eigentlich in Joomla auch kommen. Weiteres Beispiel ist das Moodle-Projekt, das ebenso Zertifizierung anbietet. Ich habe jetzt bewusst mal wirklich nur Open Source Unternehmen rausgegriffen. Ich denke mal, Zertifizierung müssen wir nicht drüber reden. Microsoft, SAP und wie sie alle heißen, welchen Stellenwert einfach so eine Zertifizierung hat. Kommen wir einfach mal auf die Vorteile einer Zertifizierung. Da habe ich mal ein bisschen versucht, so das aufzugreifen. Welche Vorteile hat eigentlich eine Zertifizierung für Kunden oder auch für einen Arbeitgeber? Das heißt, man macht hier wirklich eine Qualifizierungsmaßnahme. Das heißt, man hat hier einfach die Möglichkeit, gegenüber dem Kunden klar herauszustellen, wenn er sich für ein Unternehmen quasi entscheiden möchte, ist er hier mit der Entscheidungsfindung natürlich viel, viel besser dran, wenn er sieht, hier gibt es ein Unternehmen, das eine Qualifizierung hat, das ein Zertifikat hat. Ich denke, dann entscheidet sich ein Kunde auch eher für so eine Agentur oder für so einen Developer, eher mit so jemand zusammenzuarbeiten, weil einfach schon was sich dahinter verbirgt. Ebenso ist es natürlich auch für einen Arbeitgeber, wenn er dementsprechend Leute sucht, einfacher, jemanden natürlich einzustellen oder als Praktikanten aufzunehmen, wenn jemand schon einerseits entweder auf der Hochschule oder im Eigenstudium sich so ein Zertifikat quasi angeeignet hat. Vorteile natürlich auch ganz klar für Agenturen, Developer, Freelancer oder auch Teilnehmer. Ich habe das einfach mal so aufgeführt. Das heißt, man hat einfach was in der Hand, wo man Nachweis hat für sich selber, dass man quasi verschiedene Dinge in diesem System quasi ja, gemacht hat, beziehungsweise in dem System kennt man sich aus, man hat ein Zertifikat, man hat einen Nachweis. Ebenso ist es für mich eine ganz klare Steigerung der Vertrauenswürdigkeit gegenüber einem Kunden zum Beispiel.
Ebenso sehe ich darin auch sehr viel bessere berufliche Einstiegsmöglichkeiten, wenn man wirklich in gewisse Bereiche einsteigen möchte. Ob es jetzt im Hosting-Bereich ist zum Beispiel, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass da mittlerweile Wert drauf gelegt wird, dass man vielleicht eher Leute aus dem Bereich nimmt, die eine gewisse Qualifizierung nachweisen können. Und ich sehe es halt da wirklich als berufliche und persönliche Weiterbildung für sich selber. Ich möchte das Ganze natürlich auch im Bereich Joomla Projekt irgendwo sehen. Und zwar, was sind eigentlich die Vorteile von der Zertifizierung für das Joomla Projekt selber? Das heißt, ich sehe da eigentlich einen riesengroßen Vorteil darin, dass man Joomla hier durch viel, viel mehr Anerkennung verschaffen kann. Das heißt, einerseits, wenn wir es im akademischen Umfeld wirklich hinbekommen, da geeignete Universitäten oder Akademien zu finden, wo wir das etabliert bringen, dass das natürlich dann auf jeden Fall interessant ist für das Joomla-Projekt selber, daraus wieder Ressourcen abgreifen zu können, um Joomla einfach auf einen, ja, besseren Stand bringen zu können. Das heißt, wir möchten mit diesem Joomla-Projekt ja irgendwo wachsen und dieses Projekt, je mehr natürlich die Anerkennung da ist, desto mehr interessieren sich die Leute fürs Joomla-Projekt, desto mehr haben wir nachher auch Ressourcen, um das Joomla-Projekt nach vorne zu bringen. Kommen wir jetzt zu dieser Geschichte, in welchen Sprachen soll dieses Joomla Certification Programm starten? Das heißt, momentan ist es vorgesehen in der Sprache Englisch und Spanisch. Ebenso hat sich die russische Community auch bereit erklärt, die kompletten Übersetzungen ins Russische zu machen. Das heißt, mit diesen drei Sprachen soll tatsächlich gestartet werden. Deswegen ist es von mir ein bisschen ein Aufruf an die deutsche Community, beziehungsweise, ja. Nee, es ist wirklich ein Aufruf. Wenn wir es irgendwie schaffen könnten, wirklich genügend Leute zu finden, die Fragen natürlich übersetzen, dass man hier irgendwo ein Zeit, bitte? Momentan sieht das Volumen so aus, es sind die eine Zertifizierung ist momentan gerade in der Mache. Das heißt, es gibt die sogenannte Joomla-Administrationszertifizierung. Das wird die erste Zertifizierung sein, die ins Leben gerufen wird. Danach stehen noch der Joomla-Content-Manager und der Joomla-Developer aus. Das heißt, es gibt eine Zertifizierung, wo so circa 70 bis 80 Fragen im Raum stehen, die beantwortet werden müssen und sind im Endeffekt zwischen 90 und 100 Fragen, die nachher übersetzt werden müssen im System selber. Es ist eigentlich nicht viel. Wie die Fragen formuliert sind. Also wenn die zum Beispiel auch die deutsche Übersetzung ja auch von Joomla zurückzuführen sind, dann Ja. müssen die auch genauso übersetzt sein. Die müssen genauso übersetzt sein. Das heißt, Ja, das ist das ganz, war ganz ein Jahr. wichtig. Ich habe auch ein Jahr vernommen. Dann kenne ich die Fragen ja auch so, oder wie. Wenn du bist, aber dann kann das ja nicht so sein. Bitte? Kommst du noch zu, oder wie wird das in der Praxis aussehen? In der Praxis, wie die Fragen aussehen werden? Wie ist der Ablauf? Komme ich noch nachher noch dazu auf jeden Fall. Nee, okay. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist natürlich diese Preisgestaltung. Durch das, dass das natürlich weltweit ausgerollt wird, muss man natürlich darauf achten, dass es irgendwo zu einem bezahlbaren Preis angeboten wird. Das heißt, die Zertifizierung kann natürlich in Deutschland bei weitem mehr kosten, wie zum Beispiel in einem Land in Afrika, wo man einfach darauf achten muss, dass es da natürlich ganz andere Preisbereiche geben kann. Theoretisch, wenn du das natürlich in einem anderen Land. Die Frage kam wirklich schon öfters auf. Durch das, dass es natürlich diese englische Möglichkeit gibt, diese Zertifikate in der englischen Sprache zu machen, könnte man natürlich in dieses Land fliegen und dort die Zertifizierung ablegen. Dagegen kann man nichts machen. Also das sei natürlich jedem hoch offen gelassen. Man kann es hochrechnen, klar. Das heißt, ein ganz wichtiger Aspekt ist, ab wann soll das Ganze eigentlich ins Leben gerufen werden? Momentan ist es immer noch geplant, mit der Joomla-Version 3.5 wirklich da damit zu starten. Hier sei dazu gesagt, dass wirklich für jede Hauptversion eine neue Zertifizierung gemacht werden muss. Das heißt, diese Zertifizierung gilt immer nur für eine Hauptversion. Das heißt, sobald die Version
4 rauskommt, ist eine neue Zertifizierung notwendig. Damit wollen wir irgendwo auch einen gewissen Qualitätsstandard wahren. Kommen wir gerade zu diesem Qualitätsstandard, was momentan in der Planung ist. Das heißt, diese Schulungspartner, die nachher diese Schulung anbieten können und auch die diese Zertifizierung machen können, die sollen natürlich bei jedem Mal, wo sie sowas anbieten, von den Teilnehmern beurteilt werden, sodass es nachher ein Feedback gibt Richtung Joomla.org, sind es nachher überhaupt die richtigen Partner, sind es überhaupt die Partner, die wir brauchen können, die Qualität auch haben. Das heißt, ebenso wird es auch eine Überprüfung von den verschiedenen Schulungsmaterialien geben. Das heißt, auch hier ist auf Anfrage quasi von den Schulungspartnern Schulungsmaterial zur Verfügung zu stellen, sodass das Joomla.org und die Organisation, die ich nachher noch zeige, irgendwo überprüfen können, was für eine Qualität verbirgt sich eigentlich da dahinter. Aber die werden noch einheitlich sein. Bitte? Die Geschichte ist ja, komme ich aber nachher noch drauf, wie die Organisation ist. Das heißt, diese Schulungspartner haben natürlich die Möglichkeit, diese Schulungen anzubieten und die Zertifizierung ist natürlich für jeden gleich. Bloß die Qualität dieser Schulung zur Vorbereitung auf diese Zertifizierung. Das heißt, jeder hat natürlich die Möglichkeit, auch die Zertifizierung direkt beim Schulungsunternehmen ohne den Part Schulung auszuführen. Aber wir möchten halt sicherstellen, dass diese Schulungspartner, die so einen Workshop geben, dass man quasi in der Lage ist, diese Zertifizierung zu bestehen, dass da eine gewisse Qualität vorhanden ist. Aber die Schulungsunterlagen, die Teilnehmer verteilen, stellt kann der Schulungspartner selber erstellen. Da geht es wirklich nur darum, ich meine, das können wir nicht auch noch einschränken. Das aber können sprich, wie das liegt, so, die machen das ja auch. Richtig. Wobei die Schulungsunterlagen, wenn die dann eingefordert sind, aber ja, nicht dann an alle Partner weitergegeben. Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Das ist rein wirklich zur Kontrolle gedacht. Nein. Richtig, genau. Kommen wir nachher noch drauf, wie das geplant ist. Das heißt, was uns wichtig ist bei diesen Qualitätsstandards, das heißt, jeder Schulungsanbieter, der das überhaupt seinen Leuten anbietet, muss eine Qualifizierung ablegen. Das heißt, nur derjenige, der ein Joomla-Zertifikat hat, darf auch als Schulungspartner Kurse anbieten. Das wird im ersten Lauf definitiv schwierig, keine Frage. Aber dafür werden wir hundertprozentig eine Lösung finden. Aber das soll wirklich als irgendwo als Qualitätsstandard da sein. Richtig, genau. Was uns natürlich wichtig ist, diese Hochschulen zu bekommen. Das heißt, diese Hochschulen und auch Akademien, da ist es momentan angedacht, für diese eine Art Curriculum auszuarbeiten, dass die wirklich Unterlagen zur Verfügung haben, dass die auch Trainingsmaterial und Dokumentation zur Verfügung gestellt bekommen, weil eine Hochschule halt wirklich bedient werden muss mit irgendwelchem Material, damit sie das überhaupt ihren Studenten anbieten können. Wir wissen, dass das eine große Aufgabe ist, die davon zu überzeugen, aber die Spanier sind sehr, sehr optimistisch und haben da schon einige fort, dass es auf jeden Fall in Spanien gar kein Problem ist, an verschiedensten Hochschulen das wirklich zu integrieren. Ich sage, Deutschland ist ein anderes Thema. Okay, das heißt, vielleicht sind wir, ja, Hochschulen. Also in Deutschland kann ich mir die Volkshochschulen vorstellen. Ja, allerdings haben wir da auch schon drüber diskutiert, ob wir nicht eher Richtung IHK gehen, weil die VHS nicht ganz so den Ruf hat, weil das halt eher die Akademie, sag ich mal, für Rentner ist, nicht böse sein, aber das ist eher das 50-Plus-Alter. Das glaube ich ist ja genau unterschiedlich. Kann sein, ich kann jetzt nur für Baden-Württemberg und für meinen Landkreis sprechen. Wer steht dann da das Zertifikat wieder aus? Nein, das Zertifikat wird definitiv von Joomla.org ausgestellt. Das heißt, es verbirgt sich nachher wirklich ein Portal dahinter, das gerade im Aufbau ist, aber da komme ich nachher noch dazu.
Das heißt, das ist momentan gerade die Struktur, wie sie angedacht ist. Das heißt, an oberster Stelle steht wirklich das Joomla.org. Das heißt, hier ist so ein bisschen mal die Hierarchie aufgezeichnet, wie das später aussehen soll. Es soll einen Continental Coordinator geben, das heißt für jedes Land, nicht für jedes Land, sondern für jeden Kontinent soll es sogenannte Koordinatoren geben. Auch für jedes Land soll es dementsprechend verschiedene Koordinatoren geben, die dann quasi die Aufgabe haben, diese verschiedenen Partner, die Trainingspartner oder akademischen Partner zu betreuen. Das heißt, es wird immer von oben nach unten gesteuert. Dazu möchte ich ein bisschen was erzählen, und zwar wie wir uns das vorstellen. Das heißt, dieser Continental Coordinator ist die absolute Voraussetzung. Er muss Mitglied sein bei Joomla.org. Das heißt, das ist die oberste Priorität, dass er hier irgendwo in diesen drei Gruppen, die momentan existieren, Mitglied sein muss. Das kann kein Unternehmen, Gesellschaft oder irgendeine Organisation sein, sondern das muss ein festes Mitglied sein. Das heißt, der ist aber nachher auch verantwortlich für die komplette Koordination von den nationalen Partnern in den verschiedenen Ländern. Das heißt, er hat da wirklich eine gewisse Verantwortung, Marketing, Events und Zertifizierung zu überprüfen und ganz klar, ganz, ganz wichtig, es muss natürlich eine Person sein, die sprachlich, soziale und ethische Aspekte eines Landes wirklich kennt, beziehungsweise aus dem Land auch kommt. Das kann wirklich jetzt nicht eine Person sein, Joomla aus USA, die jetzt plötzlich hier den Afrikanern sagen wollen, das läuft so und so, sondern es muss wirklich eine Person sein, die auch aus dem Kontinent kommt und die hier auch irgendwo eine Verantwortung nachher trägt. Bei den nationalen Partnern sieht es jetzt schon wieder ein bisschen anders aus. Hier sagen wir wirklich, das kann eine Gesellschaft oder auch ein Unternehmen oder auch eine Organisation sein. Das heißt, die ist aber immer dazu verpflichtet, sich mit diesem Koordinator, diesen Continental Koordinator, mit dem muss er sich quasi laufend abstimmen, um hier wirklich eigene Sachen irgendwo ins Leben rufen zu können. Auch er hat wiederum die gleiche Verantwortung wie dieser Continental Coordinator. Er muss sich wirklich um das Marketing und die Events kümmern. Und er hat die Betreuung wirklich von diesen akademischen Unternehmen und auch von diesen Schulungspartnern in der eigenen Verantwortung. Und diese Koordinatoren ehrenamtlich? Darüber haben wir uns noch nicht unterhalten, ob das ein Ehrenamt sein kann, weil es geht auch eher Richtung Vollzeit, weil die Verantwortung, wenn man allein schon Europa betrachtet, mit den unterschiedlichen Ländern innerhalb von Europa, richtig was mit Arbeit zu tun hat. Das kann man nicht so einfach als Ehrenamt irgendwo stemmen. Deswegen wird auch die Aufgabe von diesem Continental Coordinator irgendwo, sag ich mal, nicht ganz ohne Geldmittel sein können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in irgendeinem Ehrenamt machen kann, sondern hier muss irgendwo Geld zur Verfügung gestellt werden, dass diese Aufgaben überhaupt bewältigt werden können. Das heißt aber, mit dieser Joomla-Zertifizierung kommen ja Einnahmen rein. Das heißt, mit diesen Einnahmen sollte es eigentlich möglich sein, so eine Struktur aufbauen zu können. Was kostet? Was es kostet, ist absolut noch nicht klar. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass es im bezahlbaren Rahmen bleibt. Und mit bezahlbaren Rahmen, da meine ich wirklich nicht diese Geschichten, wo man zum Beispiel bei Typo 3 mit Partnerschaften im Raum von 3.000 bis 5.000 Euro pro Jahr hat, wo eine gewisse Anzahl von Personen irgendwelche Zertifizierungen nachweisen müssen, dass man da in irgendeinem Programm drin bleibt, sondern die würden irgendwo bezahlbar sein. Ich sage jetzt einfach mal zwischen 100 und 200 Euro, wenn man es jetzt einfach mal auf Deutschland betrachtet. Bei den Schulungspartnern
sieht es so aus, dass das halt auf jeden Fall auch Non-Profit-Unternehmen sein können. Das heißt, es können einerseits Hochschulen sein oder auch Non-Profit-Unternehmen, Schulungsunternehmen oder auch einzelne Trainer. Wichtig ist es hierbei einfach, dass sie quasi diesen Zertifizierungskurs erstmal abgelegt haben müssen, um so eine Schulung überhaupt anbieten zu können. Das heißt, so eine Schulung sieht halt folgendermaßen aus. Es wird gerade im Hintergrund ein Programm entwickelt. Das heißt, wir haben uns verschiedene Tools bereits angeguckt, die auf dem Markt existieren und sind ganz, ganz schnell zu dem Entschluss gekommen, es macht keinen Sinn, was Fertiges einzusetzen, weil die Joomla-Struktur einfach eine komplett andere ist. Jetzt ist quasi die Firma Complusoft in Spanien damit beauftragt worden, so verschiedene Extensions zu entwickeln, um so ein Portal überhaupt ins Leben rufen zu können. Und da sind wir gerade an der Entwicklung dran. Und zwar sind da schon die ersten paar Tools entwickelt worden, wie zum Beispiel diese Geschichte, wo man die gesamten Fragen drin abwickeln kann. Und das nächste, was wir gerade am Entwickeln sind, ist quasi diese Schulungspartner, dass die sich quasi dort drauf registrieren können und dass es nachher eine Art Webportal wird, einerseits für die Teilnehmer, wo die Teilnehmer sich anmelden können, wo die Teilnehmer nachher auch ihre verschiedenen Zertifikate hinterlegen können und andererseits diese Schulungspartner hier auf diesem Portal diese gesamten Teilnehmer auch anlegen müssen. Das heißt, ein Schulungspartner hat die Aufgabe, so einen Teilnehmer zu registrieren und auch zu authentifizieren. Das heißt, er muss auf jeden Fall sicherstellen, dass es auch tatsächlich die Person ist. Das heißt, am einfachsten wahrscheinlich über einen Personalausweis, soweit es möglich ist. Verschiedene Länder, verschiedene Sitten. Problematik haben wir festgestellt, es gibt Länder auf dieser Welt, wo es anscheinend keine Möglichkeit gibt, irgendwie online überhaupt irgendwas abzubuchen, wo alles noch über Kasse bzw. Bargeschichten läuft. Das heißt, da haben wir interessante Voraussetzungen teilweise. Aber ich würde mal sagen, viel wichtiger ist es erstmal, so ein Zertifizierungsprogramm in den Ländern zu etablieren, wo wir nicht auf solche Probleme stoßen, sondern dass wir einfach mal einen Start hinkriegen. Ich halte es, bitte? Um das geht es, da wo die Masse ist. Wir können uns nicht um jede Ausnahme kümmern. Bloß damit hätten wir niemals gerechnet, dass es sowas noch gibt. Wie meinen Sie? Ich glaube, in afrikanischen Ländern gibt es dort Onlinehandel betreiben. Und zwar fährt das Produkt einen Vorrat aus und kassiert das Geld. Gut, aber ich denke mal, da muss man sich Gedanken machen, wenn es soweit ist. Darüber sollte man sich nicht im ersten Step Gedanken machen. Frage? Ja, klar. Richtig, es geht wirklich darum, dass jeder, nicht jeder, also der Schulungsanbieter sollte natürlich schon irgendwo die Räumlichkeiten zur Verfügung haben. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Das kann nicht irgendjemanden sein, der vielleicht einzeln unterwegs ist, wo man nicht das Gefühl hat. Das heißt, dieser nationale Koordinator steht ja eigentlich drüber und schaut sich diese Schulungsunternehmen an, die sich dafür quasi bewerben möchten. Das heißt, es muss irgendwo sichergestellt sein, dass er einerseits das Zertifikat nachweisen kann und andererseits muss halt sichergestellt sein, dass halt irgendwo die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, um überhaupt so eine Schulung anbieten zu können. Was hier aber ganz, ganz wichtig ist, so eine Schulung anzubieten, könnte auch zum Beispiel eine sogenannte JUK. Das heißt, es geht hier drum, dieses Portal, das entwickelt wird, ist ja nachher ein Online-Portal. Und uns ist es nur ganz, ganz wichtig, dass es hier eine klare Aufsichtsperson gibt, die diesen Teilnehmer in dieses Portal einträgt, registriert und auch authentifiziert und halt sicherstellt, dass diese Person nicht irgendwelche anderen Hilfsmittel während der Prüfung zur Verfügung hat, um diese Prüfung abzulegen. Das heißt, mit so einer Aufsichtsperson hätte auch eine JUK eine Möglichkeit, so eine Zertifizierung abzuhalten. Das heißt, das haben wir auf jeden Fall mit eingebaut und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, dass man hier die Community mit einbindet. Das heißt, diese Aufsichtsperson, da ist es auch nicht zwingend erforderlich, dass die irgendwo eine Zertifizierung hat, weil es gibt einfach zwei Gruppen, sage ich mal, von
Leuten, die quasi diese Zertifizierung machen möchten. Die alten Hasen, die teilweise hier drin sitzen, werden mit Sicherheit die Zertifizierung im ersten Schritt schaffen. Das heißt, da ist gar keine Schulung oder Ähnliches notwendig. Und es gibt einfach Leute, die eine Art Workshop brauchen oder einfach eine Vorbereitung für die Zertifizierung. Und da müssen halt diese Schulungspartner gewisse Voraussetzungen erfüllen und halt so ein Zertifikat ablegen. Dass das im ersten Schritt unheimlich schwierig ist, das sind wir uns drüber bewusst. Und wie das genau ablaufen wird, wissen wir auch noch nicht hundertprozentig. Aber wie findet ihr das heraus, ob ich da eine Schulung brauche oder nicht? Gibt es irgendwie so vor, wenn du oder so, wo ich einfach mal sagen kann, durchfällt, dann ist es nicht. Also die Geschichte sieht so aus. Genau, ja. Gut, aber mal andersrum gefragt, Führerscheinprüfung oder Ähnliches. Das heißt. Ja, das ist ja nicht vergleichbar. Ich bin ja nicht vorher 7 Jahre lang schwarz geworden. Nee, okay. Machen wir einen anderen Vergleich. Man möchte zum Beispiel eine Microsoft-Zertifizierung machen. Das heißt, da werden ja irgendwo Testfragen zur Verfügung gestellt, in welche Richtung es gehen kann. Auch sowas wird es hier natürlich geben, dass es gewisse Testfragen gibt, wo man sieht, in welche Richtung entwickelt sich das. Aber man hat ja dann die Möglichkeit, als Teilnehmer zu sagen, man nimmt an so einem Workshop zu so einer Zertifizierung teil, wo man dann einfach eine Vorbereitung machen kann, wo man darauf hingeführt wird, in welche Bereiche geht es rein, damit ich nachher die Zertifizierung ablegen kann. Gibt es eine Quote schon für das Bestehende? Also kann man jetzt sagen, mal Microsoft, weiß ich nicht, 85% schaffen, eben andere Hersteller da vorhanden, 70%, damit du den Beschlag kriegst. Die Sache sieht so aus, dass es nachher, sage ich jetzt einfach mal, 100 Fragen geben wird. Und bei diesen 100 Fragen gibt es Gewichtungen je Frage. Das heißt, Fragen können mit einem Muss gewichtet sein, als ganz relevant oder auch mit weniger relevant. Und dann gibt es halt die Geschichte, dass mindestens, sage ich mal, 85% oder 90% beantwortet sein müssen und die Punktzahl erreicht sein muss, dass überhaupt die Zertifizierung ausgestellt werden kann. Das heißt, hinter jede Frage kann eine gewisse Gewichtung gelegt werden. Ja? Noch ein Unterteilchen zwischen Aufsichtsperson und Dozent. Dozent ist sozusagen, der ist nur Ausbilder, aber nachher nicht die Aufsichtsperson spielen kann. Nee, und zwar, es kann, also ein Dozent kann auch gleichzeitig Aufsichtsperson sein, aber es geht einfach darum, dass ein Dozent auf jeden Fall eine Qualifizierung haben muss, um überhaupt so einen Workshop anbieten zu können. Eine Aufsichtsperson ist wirklich nur die Person, die nachher in dem Raum ist, wo die Teilnehmer drin sind und das Ganze überwacht. Bei der Zertifizierung geben wir die Aufsichtsperson noch hinzu, beziehungsweise wenn der Dozent die gleiche Funktion hat. Richtig, genau, richtig. So ist das gemeint. Ja. Aber wie der Nachweis aussieht, nicht da. Wie danach? Der Nachweis einer Qualifikation. Ja, die Qualifizierung sieht wirklich so aus, dass er die Zertifizierung nachweisen muss. Achso, nur das. Nur das. Ja. Das heißt aber, dass der Dozent natürlich nur das unterrichten kann, wofür er das Zertifikat hat. Richtig, sonst darf er nichts. Das ist auch eine Voraussetzung. Es soll definitiv, also Ebenen jetzt, es soll also diesen. Nee, es soll wirklich aufgegliedert sein in diesen Administratorbereich, Administrator-Integratorbereich. Das ist eine Zertifizierung. Dann sind wir beim Joomla Content Manager, der wirklich nur das System quasi als Endanwender quasi bedient bzw. verwaltet und dann die Joomla Developer Geschichte. Das sind die drei, die momentan im Raum stehen und die auch ausgearbeitet werden sollen. Aber es gibt jetzt nicht noch eine zusätzliche Abstufung. Nein, das soll es nicht geben. Es sind, also, nee. Das haben wir nicht vor. Das ist richtig. Schließen die eine Zertifizierung mit der anderen ein, wenn zum Beispiel jemand Developer. Schließt das zum Beispiel auch davor den Administrator? Nein. Also bei dem, und dann kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber es gibt ja. Das passt nicht. Der Frontend macht, ja. Kann auch, also andersrum, der in der Administration heimisch ist, der kann auch Frontend wie ein End-User. Da das wollen wir. Developer kann ja sozusagen. Das ist ja die eierlegende Wolke. Und wenn der seine Prüfung hatte, hat er ja rein theoretisch. Nee. Einfach von den Fragen her, man geht da. Bitte? Man geht ja
Nee, ist wirklich nicht vorgesehen. Nein. Gut, dann müssen wir halt noch einen zweiten Fragebogen hinten noch schnell fertig. Es macht ja keinen Sinn, zum Beispiel, wenn ich Administrator bin, dann brauche ich ja kein End-User-Zertifikat mehr, weil ich bin ja schon mehr. Richtig, klar. Aber möchten halt einfach den Leuten, die quasi so ein System verwalten für Vereine, einfach die Möglichkeit geben, auch ein Zertifikat ablegen zu können. Es geht wirklich rein um die Intention. Ja. Theoretisch nein. Praktisch reden wir noch drüber. Ja, nein, also ich sage momentan definitiv nein. Er muss sowohl beides, also muss beides ablegen. Ja. Wo ich vorhin schon drauf eingegangen bin, und zwar diese Umsetzung von der Plattform. Und zwar, es gibt einfach verschiedene Extensions, die momentan gerade in der Entwicklung sind. Und zwar, es soll ein komplettes Administrationsportal geben, wo quasi alles drin verwaltet wird. Das heißt, der Teilnehmer wird quasi in diesem Portal registriert. In diesem Portal sind auch die Trainingspartner, die dann auf ihre einzelnen Teilnehmer zugreifen können. Und das gesamte Portal ist quasi die wichtige Plattform, die nachher Joomla.org zur Verfügung steht, wo sie auch sehen können, wie viele Zertifizierungen werden eigentlich insgesamt hier abgewickelt aus den verschiedenen Ländern. Das heißt, wir haben uns halt hier wirklich Gedanken dazu gemacht, wie wichtig ist es eigentlich, so eine eigene Plattform zu erschaffen, um hier alles unter einer Plattform quasi auch sehen zu können und auch abwickeln zu können. Ebenso halten wir es auch sehr, sehr wichtig, dem Student oder dem Teilnehmer nachher auch die Möglichkeit zu geben, hier auf dem Portal eine eigene Seite zu haben, wo er zum Beispiel innerhalb von Bewerbungen einbinden kann, um einfach zeigen zu können, ich bin hier zertifiziert offiziell auf dem Portal von Joomla. Ja. Ja. Komme ich gleich dazu? Du greifst mir immer irgendwie ein bisschen vor. Ja, genau. Die ganze Geschichte soll bis zur Joomla World Konferenz quasi fertiggestellt sein. Das heißt, bis zu diesem Termin sollen sämtliche Erweiterungen entwickelt worden sein und die erste Zertifizierung mit allen Fragen soll quasi stehen. Wir sind momentan auf dem Stand, dass auf jeden Fall 3 von den 4 Extensions entwickelt worden sind. Ein Fragenkatalog haben wir schon mit ca. 90 Fragen in der englischen Sprache. Das heißt, da braucht man definitiv jetzt ganz dringend Übersetzer in den verschiedenen Sprachen. Und wenn sich da jemand findet im deutschsprachigen Bereich, wäre ich natürlich mehr als dankbar. Und das Ganze wird natürlich unterstützt vom Open Source Matters. Das heißt, die Sarah Watz ist momentan mit in diesem Joomla Certification Steering Committee, die das Ganze einerseits mit ins Leben gerufen hat und die auch dafür verantwortlich ist, die verschiedenen Teams, die es momentan gibt, zu steuern und auch zu lenken. Das heißt, dieses Programm ist vom Prinzip her von OSM abgesegnet worden und muss jetzt ins Laufen kommen. Das heißt, es geht wirklich darum, die Joomla-Community davon zu überzeugen, wie wichtig ist eigentlich die Zertifizierung, um Joomla einfach auf ein anderes Level zu bringen. Das kam von OSM. Es kam natürlich nicht nur von OSM, sondern es wurde OSM vorgestellt und die haben... Von dir, oder? Bitte? Nee, nee, nicht von mir. Absolut nicht von mir. Da waren die Spanier, also eigentlich geht es schon, wenn ich es richtig verstanden habe, seit 2 oder 3 Jahren, dass immer wieder angestoßen wird, wie wichtig eine Zertifizierung ist. Und durch die Gründung von dem Marketing-Team, das Joomla momentan wirklich gut nach vorne bringt, haben sie es endlich verstanden, dass die Zertifizierung wirklich ein wichtiger Bestandteil ist. Gab es schon mal jemanden in Deutschland, der eine Joomla-Zertifizierung gemacht hat? Okay. Nee. Das war nicht der Nee, okay, aber auf jeden Fall ist es jetzt von oben unterstützt und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Das heißt, wenn wir von oben keine Unterstützung haben, dann könnte man so ein Ding gleich wieder einstampfen.
ganz offen und ehrlich. Ja, das ist richtig. Eines der größten Probleme, was ich jetzt mir aus der Jahr mitbekomme, der Schweizer, es darf eigentlich keine nationalen Organisationen geben, per Definition OSM. Und dafür brauchst du eine. Wir brauchen aber eine. Du brauchst auch eine kontinentale Organisation. Das ist etwas, was das OSM-Weltbild für Joomla im Moment überhaupt nicht vorsieht, im Gegenteil, es verbietet. Ja. Und das ist etwas, was natürlich grundlegend geändert werden muss. Klar, aber da muss eine Lösung gefunden werden. Ich denke, da wird es auch eine Lösung geben. Wenn man so ein Programm einführen möchte, dann muss man auch mal über den Schatten springen können. Aber ansonsten ist das nicht verleihbar. Nee, absolut nicht. Wenn wegen jeder Kleinigkeit auch dort gedacht zu USB laufen muss, ja. Anstatt dass, sage ich mal, in jedem Unternehmen meine Hierarchie einhalte, ist das doch in Ordnung. Das geht's richtig. Das ist ja bei anderen Systemen, wenn man so kleine Englisch-Tests zum Beispiel, ja, Töpfel, TOEIC und wie da alle heißen, ist ja genauso. Da gibt es meistens in jedem Fall in Berlin einen, der sozusagen für Berlin oder für Deutschland arbeitet, dann sagen wir eigentlich in Höhe, die Frage vom offiziell, richtig, von oben. Genau. Ja. Es geht nicht anders, nee. Funktioniert nicht anders. Also wichtig ist es, dass es hier halt wirklich von der OSM abgesegnet ist und dass es mittlerweile 3 offizielle Working Groups gibt, die sich mit unterschiedlichen Themen befassen. Das heißt, momentan aktiv ist dieses Team Certification Programm. Das ist wiederum aufgeteilt in 2 unterschiedliche Teams. Nachher sollen definitiv folgen das Communication und Marketing Team und das Training Team. Das heißt, das Trainingteam ist nachher verantwortlich für die Schulungspartner und auch diese Hochschulen, diese wirklich zu akquirieren und diese mit ins Boot zu holen. Das heißt, aktiv sind momentan wirklich nur diese 2 Teams und diese 2 Teams setzen sich, ja gut, einerseits aus diesem Steering-Komitee zusammen, das drüber steht. Das heißt, hier ist einfach die Unterstützung von den Gruppen, die drunter sind, und einfach die strategischen Entscheidungen klar vorzugeben. Das heißt, es geht wirklich von oben nach unten runter, dass hier eine Entscheidung getroffen wird und in die Richtung muss es auch wirklich dann ausgearbeitet werden, was ich aber für sehr, sehr sinnvoll halte, weil anders wird es nicht funktionieren. Und hier sieht man schon anhand von den Namen, die Sarah Thornton ist zum Beispiel aus England, der Robert Wilson ist aus Neuseeland, Irene Lopez und der Victor sind aus Spanien. Das heißt, wir sind schon mal verschiedene Nationalitäten zusammen, sodass hier auch verschiedenste Einflüsse auf das Ganze einwirken können, was ich für sehr, sehr wichtig halte. Das zweite Team oder das Team 1 darunter, das ist die Sarah Thornton aus UK. Das heißt, die sind gerade dran, diese gesamten Fragen und auch Antworten auszuarbeiten und in dieses System einzupflegen. Das heißt, innerhalb von diesem System hat man nachher die Möglichkeit, jegliche Fragen und auch Antworten innerhalb von dem System zu übersetzen. Hier haben wir uns natürlich viele Gedanken dazu gemacht, dass jemand, der da dazu stößt, nicht die Fragen und die Antworten natürlich gleichzeitig sehen kann, sodass man dann natürlich die Möglichkeit hätte, hier wunderbar sich die ganzen Fragen und Antworten runterzuladen und die irgendwo anderen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, hier ist ein Roll. Bitte? Ja, aber es ist halt. Ja. Ja, aber es soll. Ja, aber es wird verschiedene Teilbereiche geben, wo man halt. Du musst den gesamten Block nicht sehen, um das geht's richtig. Du musst den Zusammenhang von der Frage zur Antwort immer haben. Aber es soll nicht so sein, dass du auf den kompletten Bereich Zugriff hast, dass du alle Fragen und Antworten bei der Übersetzung sehen kannst, dass man das einfach verteilt. Nein, das geht nicht. Das macht keinen Sinn. Nein, kann man nicht übersetzen. Nein. Es geht wirklich nur darum, dass man halt in jedem Bereich quasi als Übersetzer einsehen kann, sodass man sich alle Fragen und Antworten rausholen kann. Bitte? 3 Minuten habe ich noch. Ach du Scheiße. Okay, das ist aber auch nicht schlimm.
Und hier sieht man eigentlich auch schon, wir sind ein sehr bunt gemischtes Team aus den unterschiedlichsten Ländern. Und eine Bitte, wenn irgendjemand noch dran teilnehmen möchte, wenn irgendeiner noch Fragen einwerfen möchte oder hier das Team unterstützen möchte, dann wäre ich wirklich sehr, sehr dankbar um jede Visitenkarte. Dann würde ich den sehr, sehr gern einladen. Das heißt, dieses zweite Team, wo ich momentan dabei bin, da geht es eher um diesen Workflow. Wie soll das eigentlich ablaufen? Wie soll dieses Programm aufgebaut werden? Und wir sind halt gerade einfach am Testen von den verschiedenen quasi Extensions, die momentan hier einfach entwickelt werden. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt hier noch die zwei weiteren Teams, das Marketing-Team und das Training-Team, die dann später dazustoßen werden. Und das ist eigentlich genau das, wo ich jetzt so ein bisschen den Überblick geben kann. Das ist der momentane Stand von der Entwicklung. Viel mehr gibt es ehrlich gesagt auch noch nicht, was ich irgendwie preisgeben könnte oder wo ich jetzt hier irgendwie sagen könnte. Und was ich eigentlich nur bild, einfach die Unterstützung, dass es wichtig ist, diese Joomla-Zertifizierung ins Leben zu rufen, weil ich da wirklich davon überzeugt bin, dass das uns einfach nochmal in eine andere Liga bringt. Und ansonsten kann ich echt nur sagen, bitte macht mit, unterstützt uns und wenn ihr dazustoßen wollt, gebt mir bitte eure Visitenkarte. Ich wäre echt dankbar, wenn wir da irgendwo noch ein paar mehr Helfer hätten. Ich sage einfach, je mehr Ideen da eingebracht werden, je mehr gute Sachen da mit einfließen, desto besser kann das Zertifizierungsprogramm eigentlich noch werden. Und ab November kann man dann die Zertifizierung abnehmen? Nein, ab November wird das Ganze vorgestellt und dann bin ich mal gespannt, ob es in der Luft zerrissen wird, um ganz ehrlich zu sein, weil ich denke mal Europa, ich spreche jetzt wirklich mal für Europa, Europa ist wirklich dafür, diese Zertifizierung ins Leben zu rufen. Aber die Amerikaner, die sind ein bisschen schwierig. Die sind noch nicht hundertprozentig davon überzeugt. Okay, gut. Und das ist eigentlich das, was... Die Amerikaner nicht. Ja. Persönlich kann man sagen, dass ich also Projekte von Experten und Zertifikaten von meinen übernehme, weil die immer am Ende sind. Die haben schon gedacht, die haben mal auch wieder schon Experte, haben den Kunden auch verkauft. Ja. Da muss ich feststellen, das ist Sport, alles neu machen, Kunden muss zweimal Geld ausgeben. Mhm. Und das könnte sich ja, also einmal Geld ausgeben, wird der Kunde sich sparen, wenn er vielleicht jemand später hat, der sagt, okay, der muss das können, der hat ein Zertifikat. Und das muss ein bisschen eigentlich so auch haben. Normalerweise, ja. Probier es aus, wenn es nicht funktioniert, probier es halt nochmal. Okay. Okay, sind sonst noch irgendwelche Fragen? Mit Sicherheit viele. Ja, 100. 100? Mhm. Okay, 100. Die wären, wie ist die erste Zeit? Nee, da hinten noch. Ja. Ja. Nur für das Ablegen der Zertifizierung. Ja, wenn man natürlich die Vorbereitung macht, das ist dann wieder eine Sache vom jeweiligen Schulungsanbieter. Ja, das bestimmt halt wirklich der Schulungsanbieter. Richtig, genau. Das sortiert sich ganz schnell alleine. Du bist jetzt selber zertifiziert. Das heißt, du weißt, was für Karten kommen. Nein, nein, es geht anders. Es geht anders. Er will wissen, wie lange er braucht, oder ich werde nicht verstehen, wie lange du brauchst, um dich auf das Zertifikat vorzubereiten. Nee, wenn das noch 90 Fragen sind. Die Sache ist halt wirklich, ist abhängig vom Schulungsanbieter. Ich kann das wirklich nicht beantworten. Und natürlich von der Zielgruppe. Absolut. Nein, nein, Gottes Willen. Aber ich sage jetzt mal, wenn... Ich denke mal, es wird auch wieder sowas geben, wie die Linux-Professional-Schulung gibt. Entsprechend Literatur, da kann man
Richtig. Das kannst du im Kurs machen, das kannst du auch im Sitzel machen. Du musst die Schulung nicht, musst da nicht hin. Wenn du den durchführst, hast du dann wieder eine Gebühr, du hast halt immer Zahlen. Nee, aber die Frage ist ja schon berechtigt. Ich habe jahrelang alles gerade von Sinn. Und den Fisch braucht gar keine Schulung. Die machen sofort den EK. Wenn sie dann durchfahren, dann merkt, oh, da waren doch Fragen bei. Das ist gleich. Die kommen hier woher, die werden uns Fragen stellen. Genau. Darüber gibt es noch eine Begründung dazu. Die wollen fragen, die sind nicht auf vier Weisen gelegt, sondern das Thema A, das Thema B. Genau, wir werden Themenbereiche natürlich irgendwo zeigen können, um was es geht bei dieser Zertifizierung. Aber ich denke mal, dann kommt es wirklich auf den Schulungsanbieter an, und zwar wird er das wahrscheinlich in Stufen einsortieren, dass es halt einen A-Kurs gibt für Leute, die vielleicht wirklich das Doppelte oder Dreifache an Zeit brauchen, um eine Vorbereitung machen zu können. Und es gibt halt die, die schon sehr lange in dem System da sind, wo es einen Crashkurs gibt, vielleicht in 5 Stunden, könnte ich mir gut vorstellen. Und genau, und das ging es eigentlich. Ja, richtig, genau. Und so wird sich das mit Sicherheit rauskristallisieren. Genau, sowas in der Art und Weise. Okay, wenn sonst keine Fragen mehr wären, würde ich einfach sagen, okay, vielen Dank.